Feinstaub ist ohne Zweifel gefährlich. Es gibt genügend Studien, die die Gefährlichkeit von Feinstaub beweisen. Wir haben da alle eine Möglichkeit, etwas zu tun. Der Feinstaub ist nämlich nicht einer, der jetzt von irgendwo herkommt, von irgendeinem bösen Verursacher, sondern im Wesentlichen tragen wir alle miteinander durch unsere Lebensgewohnheiten dazu bei. Natürlich die einen mehr, die anderen weniger. In Graz haben wir eine sehr große Feinstaubbelastung und vor allem im Winter merkt man das total. In Italien haben sie zum Beispiel bei solchen Werten das Autofahren gesperrt. Ich würde das für Graz auch sehr begrüßen. Feinstaub betrifft mich extrem. Ich fahre jeden Tag in der Früh mit dem Fahrrad und ersticke fast zurzeit. Es ist kaum ein Monat um und wir haben schon 22 Tage überschritten. Das Problem der Feinstaubthematik ist ein bisschen, dass man den Feinstaub jetzt nicht so leicht messen kann, wenn man die Lufttemperatur messen kann. Das mit dem Messbar ist gerade beim Feinstaub natürlich immer ein Problem, weil die Meteorologie eben da eine sehr starke Rolle spielt. Das heißt, das Wetter hat da einen überragenden Einfluss bei der Belastung. Ja, meiner Meinung nach gibt es definitiv einen Zusammenhang zwischen Wetter und Feinstaub. In dem Moment, wo es kalt wird und der Tiefdruck ist, druckt uns den ganzen Feinstaub runter. Das ist im Sommer natürlich viel, 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 viel besser. Also das ist erwiesen, da braucht man gar nicht diskutieren. Wenn das Tiefdruckwetter ist oder kein Wind in Graz, was ja oft der Fall ist. Eine Inversionswetterlage bedingt Feinstaub. Es hängt dann nicht nur von der Staubkonzentration ab, sondern vor allem auch um welche Art von Staub es sich handelt. Es ist jetzt natürlich ein Unterschied, ob das irgendein grober Hausstaub ist. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel ein Gerät herstelle und irgendwo einfach an meiner Kleidung rupple, dann sehen Sie sofort, wie die Belastung raufgeht. Das sind aber relativ grobe Teilchen, die da irgendwo erfasst werden, also die nicht so tief über die Atmung in den Körper eindringen, die von dem her auch nicht so gesundheitlich relevant sind, wie wenn das wirklich sehr feine Partikel sind, die aus Verbrennungsprozessen kommen. Und da ist es eben der Hausbrand, der Verkehr und im Innenraum das Rauchen. Um amtliche Messergebnisse zu produzieren, die dann auch entsprechend nach Wien bzw. nach Brüssel gemeldet werden können, muss entsprechend hoher Aufwand getrieben werden und das passiert nur an wenigen Stellen. Damit man sich das von der Größenordnung mäßig her vorstellen kann, das ist in einem Stadtgebiet wie Graz, passiert das an 5, 6, 7 Stellen. Und in dieser Messstation werden verschiedene Luftschadstoffe gemessen. Wir messen hier Schwefeldioxid, Stickoxide, Kohlenmonoxid und das Thema, das wir in Graz haben, Feinstaub. Wenn es die Möglichkeit gibt, jetzt mit einem einfachen System da auch irgendwo das mit zu beobachten, dann ist das natürlich für den Einzelnen schon sehr aufschlussreich. Mit der Tastmap möchten wir einfach da das Bewusstsein auch für die Problematik mit dem Feinstaub verbessern. Die Tastmap ist ein Citizen Science Projekt, bei dem jeder Bürger die Möglichkeit haben soll, sich kostengünstig ein Feinstaubmessgerät zu bauen oder zu kaufen. Die Idee der Dustmap ist, dass Menschen ganz einfach die Möglichkeit haben sollen, Feinstaub zu Hause zu messen oder Feinstaub unterwegs zu messen. Das heißt, entweder mobil, auf dem Fahrrad, auf dem Kinderwagen oder man trägt die Feinstaubmessstation mit sich, wenn man in der Stadt unterwegs ist. Es gibt auch stationäre Messstationen, die man sich auf dem Balkon oder auf dem Fensterbrett installieren kann, die dann 24 Stunden am Tag automatisch die Feinstaubkonzentration misst oder andere Umwelteinflüsse, andere Messwerte, wie zum Beispiel die Kohlenmonoxidkonzentration, CO2-Konzentration, Temperaturen, Luftfeuchtigkeit. Ziel der Dustmap ist es, einen kostengünstigen Sensor zur Verfügung zu stellen, der es jedem ermöglicht, Feinstaub zu messen und damit ein bisschen sichtbarer zu machen. Also ist auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Da kommt es ja nicht dann darauf an, ob das jetzt Messergebnisse produziert, die da irgendwo so auf das letzte Prozent genau sind, sondern es geht um die Größenordnung. Wann bin ich mehr belastet, wann bin ich weniger belastet? Ich finde das ein super Ansatz, dass es wirklich jeder selbst kontrollieren kann, bei sich zu Hause, wie es wirklich ausschaut mit dem Feinstaub. Ich glaube schon, dass ich mir sowas anschaffen wird. Wenn es funktioniert, was Schönes. Es muss allerdings auch gesagt werden, dass die Stäube sehr unterschiedlich wirksam sind. Die, die krankheitserregend sind, sind nur ein kleiner Teil, den man wahrscheinlich mit einem billigen Gerät messen kann. Also, es müsste eine ganz gute Gebrauchsanweisung dabei sein. Ja, die Dustmap verfolge ich jetzt gibt's schon länger eigentlich. Ich finde sie irgendwie ein nettes, symbolisches Ding, aber man müsste eigentlich konkret was gegen den Staub an sich tun und nicht nur den Staub vermessen. Ich würde mich vielleicht so ein Gerät kaufen, um
schauen, ob ich was besser machen kann. Den Preis, es ist egal, was ist der Preis. Wenn es die Welt retten, wenn es die Natur retten, dann ich kann was machen dafür. Ich würde mir das selber, würde ich mir sogar haben tun, so als Interesse, rein aus Interesse. Ich finde das eine gute Idee. Ich denke, das sollte man fördern. Da sollte die Stadt Graz was machen, beziehungsweise das Land Steiermark. Wir sind die Feinstaubhauptstadt in Österreich und wir brauchen jedes Mittel, was uns hilft, den Feinstaub zu reduzieren. Wir in Graz brauchen unbedingt diese Bäume. Es sind ja, glaube ich, fast 20.000, wenn man die noch dazu rechnen vom Saumelkanal. Und diese Bäume in Graz wegzuschlägern, das wäre das größte Verbrechen für unsere Feinstaubhauptstadt. Unsere Politiker sollten sich da was denken. Naja, das Murkraftwerk würde 10.000 bis 16.000 Bäume würden fehlen. Und die Bäume nehmen nicht nur über die Blätter den Feinstaub auf, sondern auch über die Rinde. Die Rauheit der Rinde bindet nahezu mehr Feinstaub wie die Blätter. Und deswegen ist für mich das ganz wichtig, dass diese Bäume stehen bleiben. Es gibt verschiedene Einflussfaktoren, die jetzt eben aus dem Bau eines Murkraftwerkes resultieren würden, die sich teilweise in beide Richtungen bewegen können. Dass einerseits natürlich die Fließstrecke dann so nicht mehr vorhanden ist. Das heißt, das könnte sich auf den Luftaustausch auswirken. Auf der anderen Seite, Uferbewuchs wird ja, was von sehr vielen als großer Nachteil der Geschichte gesehen wird, weniger. Dadurch könnte wieder die Belüftung zumindest für eine Zeit lang besser werden. Ich traue mir es zusammenfassend nicht beantworten. Wir haben das einmal von der Universität Graz untersuchen lassen. Dort ist herausgekommen, dass es eigentlich ja weder in die eine noch die andere Richtung einen sehr großen Einfluss gibt. Also ich glaube, bei diesen ganzen vielen Pro- und Kontra-Argumenten Murkraftwerk ist das Feinstaubthema sicher nicht das Wichtigste, das man dort berücksichtigen sollte, ganz egal, wie man jetzt dazu steht. Feinstaub, Feinstaub, wir sehen dich nicht. Zum besseren Verständnis folgt nun ein Gedicht. Feinstaub, Feinstaub, verweilt hier in Graz. Aus meiner Lunge kommt deshalb nur mehr Schwarz.